Gerade wurde bekannt, dass die Regierung der USA jahrelang mit Millionenaufwand UFO-Forschung betrieben hat. Ist es also gar nicht so abwegig, nach UFOs zu forschen? Und genau da setzt das Projekt UFO-Stalker an. Hier kann jeder mitmachen und sich als Augenzeuge mysteriöse Objekte am Himmel eintragen. Die Karte zeigt dann, wann und wo welche Objekte gesichtet worden sind. Wie viele unbekannte Flugobjekte allein im Jahr 2017 registriert worden sind und wo offensichtlich die Alien-Hotspots dieser Welt liegen. Jetzt in Klicks zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Die interaktive Karte funktioniert ganz einfach. Wann und wo wurde das unbekannte Flugobjekt gesichtet und wie sah es genau aus? Diese Informationen kann jeder Augenzeuge auf der Website UFO-Stalker eingeben. Wenn möglich, dann sogar mit einem Beweisfoto. Dann wird eine Fallnummer erstellt und der Sichtungsort sowie die Kommentare des jeweiligen Augenzeugen werden in die Datenbank eingespeist. Und es werden tatsächlich Daten aus der ganzen Welt aufgenommen. Doch User können nicht nur ihre eigenen UFO-Sichtungen eingeben, sondern sich auch anschauen, ob und wann Außerirdische in ihrer Nähe entdeckt worden sind. Die UFO-Symbole der interaktiven Karte müssen dafür ganz einfach angeklickt werden und schon werden die mehr oder weniger detaillierten Berichte angezeigt. Da heißt es dann zum Beispiel in einem Bericht vom 18. März 2017 aus Würselen, also Deutschland, NRW. Das Objekt war schnell, flog im Zickzackkurs und leuchtete grün. Erst vor kurzem, Mitte Dezember, wurde ein seltsames Objekt in der iranischen Stadt Somesara gemeldet. In dem Bericht heißt es: Ich habe es gegen Mitternacht vom Grundstück meiner Oma beobachtet. Es sah aus wie eine Untertasse und machte keine Geräusche. Es leuchtete blau und es schien so, als würde es mich beobachten. Erstaunlich. Bisher sind insgesamt rund 84.000 Sichtungen gemeldet worden. Allein im Jahr 2017 waren es rund 5.500 und damit gab es einen Anstieg zum Vorjahr um etwa 8%. Sind Aliens also tatsächlich auf dem Vormarsch oder beteiligen sich einfach nur sehr viel mehr Leute, mysteriöse Objekte am Himmel gesehen zu haben? Ohne Frage hat damit sicher auch das Internet zu tun. Denn viel Arbeit ist es wahrscheinlich nicht, dort mal schnell Angaben zu mysteriösen Objekten am Himmel zu machen. Es dauert etwa 10 bis 15 Minuten und geht auch anonym. Man kann die Sichtungen aber auch nach beliebigen Kriterien filtern, zum Beispiel nach Region, Monat, Tag oder Jahr. Dabei scheinen die meisten Berichte im Sommer einzugehen. Vor allem im Juli scheinen sich besonders oft seltsame Phänomene am Himmel abzuspielen. Das Objekt basiert auf dem elektronischen Fallbearbeitungsprogramm der UFO-Organisation MUFON, Case Management System. MUFON steht für Mutual UFO Network und sein Sitz ist in den USA. Eines der Hauptziele, die Öffentlichkeit über das UFO-Phänomen und die möglichen Auswirkungen auf die Gesellschaft zu informieren. Wenn eine Sichtung eingegeben wird, schauen sich danach MUFON-freiwillige Fotoanalysten das beigefügte Bildmaterial an. So heißt es auf der Website. Sie verwenden eine Reihe von verschiedenen Techniken, um die Authentizität eines Fotos oder Videos zu identifizieren und zu versuchen, eine Meinung darüber abzugeben, ob es sich um eine echte oder um eine Fälschung handelt und um den Ursprung des Objekts auf dem Foto. Allerdings, das Projekt ist alles andere als wissenschaftlich. Schließlich gibt es keine Ausschlusskriterien, nach denen die Meldungen ausgesiebt werden. Jeder, wirklich jeder kann Berichte eintragen. Und so ist es natürlich klar, dass es sich, wenn überhaupt, bestimmt nicht bei allen Meldungen um Außerirdische handeln würde, selbst wenn tatsächlich echte UFO-Sichtungen dabei wären. Denn schließlich gibt es viele andere Erklärungen für seltsame Erscheinungen oder Lichter am Himmel, das Wetter, Meteorschauer oder beispielsweise Flugzeugtests oder Drohnen inzwischen. All das kann dahinter stecken. Trotzdem visualisiert die Karte natürlich super, wann und wo angeblich mysteriöse Objekte am Himmel zu sehen waren. Spannend dabei, oft werden ja karge Wüstengegenden mit Alien-Hotspots assoziiert. Doch die Karte UFO-Stalker zeigt, dass sich die Berichte dort eher auf Großstädte und dicht besiedelte Ballungszentren konzentrieren. Große Hotspots sind tatsächlich New York und die umliegenden Metropolen genauso wie Kalifornien. Dass so viele UFOs in den USA beobachtet werden, das liegt sicher auch daran, dass das Projekt amerikanisch ist. Doch UFO-Stalker ist nicht die einzige Datenbank, die sich auf die Sichtung von Außerirdischen spezialisiert hat. Es gibt auch deutsche Websites zu diesem Thema. Die UFO-Datenbank, die gilt nach eigenen Angaben im deutschsprachigen Raum als zentrales Archiv für Dokumentationen von gemeldeten UFO-Sichtungen in elektronischer Form. Ihr selbst erklärtes Ziel ist es, allen UFO-Interessenten eine möglichst große Auswahl an Sichtungsberichten zur Selbstrecherche zur Verfügung zu stellen. Die UFO-Datenbank verweist im Übrigen auf die Grundsätze redlicher wissenschaftlicher Praxis in
der Erforschung des UFO-Phänomens. Auf der Webseite heißt es unter anderem, die Erforschung des UFO-Phänomens geschieht in Form wissenschaftlich kritischer Arbeit, Offenheit für unterschiedliche Sichtweisen sowie die Bereitschaft, die eigenen Ergebnisse zu hinterfragen, mit anderen selbstkritisch zu diskutieren und unliebsame Erkenntnisse zu akzeptieren, gehören zur Grundvoraussetzung aller Forscher. Neben dem Sichtungsdatum und der Zeit liefert die Website auch gleich eine Beurteilung sowie, wenn möglich, eine Identifikation mit, so beispielsweise mit einer Sichtung vom 19.08.2017 in Ostfildern, und zwar als ein IFO, also ein identifizierbares fliegendes Objekt. In diesem Fall waren es Vögel. Ja, wir haben hier ja so oft über künstliche Intelligenz, KI berichtet. Ich bin mal gespannt, wenn eine solche Software wie zum Beispiel Google Brain die Daten durchforstet. Vielleicht kristallisieren sich dann wirklich echte Sichtungen von Raumschiffen heraus. Mal schauen. Wenn ihr kein Video zu diesem Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, außerirdische Revolution bei der Suche. Da geht es auch um den Einsatz von KI bei der Suche nach Außerirdischen. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.